Und jetzt gehe ich hier ganz weit runter. Bis in den Matsch rein. Egal. Das schöne weiße Objektiv, Leute. Mein Name ist Benjamin Jaworski. Fotograf und Abenteurer. In den letzten Jahren habe ich mit meiner Kamera schon so einiges von der Welt entdeckt. Ferne Länder, wilde Tiere. Aber manchmal liegt das Schöne gar nicht so weit entfernt. Deshalb bin ich gerade auf der Suche nach den schönsten Fotomotiven in Deutschland. Und heute geht's nach Norddeutschland zum vielleicht schönsten Leuchtturm. Reetdachhäuser überall, die Gänse fliegen quakend über einen hinweg und es ist ziemlich kalt. Ich glaube, wir sind am Ziel angekommen, an der Nordsee. Übrigens, diese Folge wird präsentiert vom Jaworski Foto Reiseführer, die besten Fotomotive in Deutschland. Das heißt, ich würde sagen, los geht's. Was ist das denn für ein Ding? Ein Sturmflutpfahl. Zeigt die Nordsee-Wasserstände von historischen Sturmfluten. Alter, so hoch war das Wasser. Ich bin 1,86 Meter. So hoch war das Wasser. Ich hoffe, heute kommt keine Sturmflut. Krass. Es geht über den Deich, vorbei an Wiesen voller Zugvögel, die sich hier niedergelassen haben. Da hinten sehe ich ihn schon. Ah, das sieht doch klasse aus. Wir sind jetzt hier oben auf dem Deich und von hier hat man schon einen fantastischen Blick auf den Leuchtturm. Und ich würde immer empfehlen, auch ein Teleobjektiv mitzunehmen. Auch wenn man ja sagt, Landschaften und Tele, das passt irgendwie nicht zusammen. Doch, das passt sehr gut zusammen, vor allem in so einer Situation. Der Leuchtturm ist riesengroß und noch einige hundert Meter entfernt. Und gerade deswegen kann ich ihn jetzt aus der Entfernung richtig schön fotografieren mit einem Teleobjektiv. Weil wenn ich hier im Weitwinkel fotografiere, ist der Leuchtturm mini klein. So wie jetzt hier in der Aufnahme von dem Video. Aber wenn ich mit dem Teleobjektiv das Ganze fotografiere, dann wird der Leuchtturm schön groß. Das Licht ist richtig grell heute. Der Himmel ist fast ausschließlich blau. Ich könnte jetzt von hier, glaube ich, ein richtig gutes Foto am Abend schießen mit der Sonne so am Leuchtturm oder hinter dem Leuchtturm oder vielleicht sogar durch diese kleine Glaskuppel oben die Sonne so durchschießend. Aber ich glaube, ich werde was anderes machen. Ich glaube, ich werde einmal außen rumlaufen und mit der Sonne eher heute Abend fotografieren. Vielleicht so ein bisschen Vordergrund auch noch mit rein. Was ich aber jetzt hier machen kann, mit der Sonne so quasi in der Linse drin, ist eine Silhouettenaufnahme. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ich schließe dafür die Blende und die Verschlusszeit mache ich ganz, ganz schnell. Und dann wird das Bild eigentlich unterbelichtet, also es entsteht eine schöne Silhouette. Ganz ehrlich, an was erinnert die Silhouette vom Leuchtturm? Schreibt es mal in die Kommentare, aber hey, bleibt jugendfrei. Entlang des Pfades gibt es immer wieder spannende Perspektiven. Der Turm wurde vor über 100 Jahren errichtet und ist stolze 41 Meter hoch. Links und rechts davon befinden sich zwei Häuser, die heute vom Nationalparkamt genutzt werden. Ich begebe mich auf Motivsuche. Eieiei, was sehe ich da? Eine Matschpfütze, würden viele Leute sagen. Meine Schuhe inklusive. Aber ich sage, das ist der perfekte Vordergrund. Lass mich dir zeigen, was ich meine. Ich setze dafür meinen Kram ab. Eine Pfütze ist die perfekte Spiegelung. Ich habe jetzt hier immer noch mein langes Objektiv drauf, meine lange Brennweite. Und ich werde jetzt hier eine ganz flache Perspektive mal suchen. Und jetzt gehe ich hier ganz weit runter. Bis in den Matsch rein. Egal. Das schöne weiße Objektiv, Leute. Aber das sieht richtig gut aus. Nur so kriege ich die Spiegelung von dem Leuchtturm in die Pfütze. Im Querformat gefällt mir das Ganze noch besser und das sieht aus wie so ein riesiger See oder das Meer oder was auch immer und es ist einfach nur die Matschepfütze. Deswegen Leute, appreciated mal die Matschepfütze. Das ist auch ein interessanter Fakt hier. Wusstest du, dass diese Salzwiesen hier außenrum pro Jahr zwischen 10 und 250 Mal überschwemmt werden, das ist echt viel. Und dabei wächst das ganze Land immer weiter, nämlich pro Jahr im Durchschnitt 1 cm durch den Schlick, der sich dort ansammelt.
Der Leuchtturm gefällt mir besonders aus der Distanz. Deshalb gehe ich wieder ein paar hundert Meter zurück und genieße das goldene Licht des Sonnenuntergangs. Aber wie aus dem Nichts ziehen plötzlich dunkle Wolken auf. Die Sonne ist noch nicht untergegangen, aber es ist schon ziemlich dunkel, weil gerade so eine Wolken hier rüber gezogen sind. Ich habe jetzt eine seitliche Perspektive gewählt, die hat mir tatsächlich am besten gefallen. Hier bin ich vorhin schon mal lang gelaufen. Hier sind so kleine Kanäle, die so auf den Leuchtturm zuführen und das sieht im Foto sehr, sehr gut aus. Und ich benutze hier ein Teleobjektiv weiterhin. Kein Weitwinkel, nee, schön das Tele. Der Leuchtturm soll groß sein im Bild. Der Kanal führt so drauf zu und diese ganzen kleinen, wunderschönen Gräser außenrum, die sind so wie so kleine Haare, so kleine Büschel, die da so ins Bild reinragen, gefällt mir sehr, sehr gut von der Komposition. Schöne Pastellfarben auch am Abend jetzt mit dem seitlichen Licht. Der Leuchtturm kriegt dadurch auch so eine Dreidimensionalität. Das gefällt mir richtig gut. Und jetzt warte ich ab, ja, bis die Sonne komplett untergegangen ist, die blaue Stunde eintritt und der Leuchtturm anfängt zu leuchten. Die Wolkenwände kommen und gehen und mit ihnen tauchen plötzlich ganz viele Zugvögel am Himmel auf. Ein toller Moment. Zusammen mit dem Leuchtturm. Da muss man schnell sein. Ah, das sieht doch klasse aus. Das war ein wunderschöner Ausflug hier an die Nordsee. Für mich der schönste Leuchtturm in Deutschland. Und vielleicht kennst du den Leuchtturm sogar auch schon. Der war nämlich mal eine Zeit lang in einer Fernsehwerbung drin für ein Bier, was gar nicht hierher kommt, ja, sondern aus Niedersachsen eigentlich. Aber wie das Land so das Westerhever. Ja? In dem Sinne, ich wünsche euch was. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Kommentiert mal, welches Bild euch am besten gefallen hat. Wer ganz viel Fotoinspiration sucht, der checkt am besten den Fotoreiseführer und abonniert mal diesen YouTube-Kanal, weil wir werden noch weitere solche tollen Videos drehen mit den schönsten Orten in Deutschland. Und das ist für mich der schönste Leuchtturm in Deutschland. Ich mache noch ein bisschen weiter. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.